Wem heute gepafft? Die Baron Ullmann und Frandi Suarez Zigarre. Das war ein Schnäppchen, das wir im Internet geschossen haben. Und zwar eine Zigarre, die ein extrem langes Format gewesen ist. Ich meine, jetzt ist nur noch so ein Stückchen übrig, aber war zu Anfang so groß wie der komplette Aschenbecher hier. Also an die 20 cm lang wahrscheinlich. Da hat man ja auch im kleinen Filmchen schon am Anfang gesehen, was das für ein Riesenteil gewesen ist. Originalpreis normalerweise über 20 Euro, ich meine 21, 22 Euro. Ja, 20,50 glaube ich. 21,50. Reduziert auf 7,50 Euro. Dafür haben wir es geschossen. Wir haben natürlich ein bisschen diskutiert, was denn die Gründe sein könnten dafür, dass es dann so günstig jetzt reduziert worden ist. Mhm. Wissen wir aber nicht. Und genau, ansonsten haben wir hier uns nochmal die Banderole betrachtet, also sehr schön aufgemacht mit zwei Banderolen der Fußbinde, dadurch natürlich und auch mit der Länge eine gewisse Eleganz, die das schon mit sich bringt. So optisch in dem Sinne von der Aufmachung her der Eleganz eines Barons vielleicht würdig. Auf der Banderole auch so ein schönes Wappen, wahrscheinlich das Wappen des Barons, abgebildet. Allerdings auf diesen ganzen goldenen Elementen auch so ein bisschen so komische Flecken drauf. Also was ist das hier? Der befleckte Baron. Was? Kann man ja mal sich einlesen, was Baron Ullmann, was denn mit dem Herrn aufsetzt, übrigens ein deutscher Baron, mhm. Der hier die Zigarrenmarke gegründet hat mit seinem Partner, Herrn Suarez. Ob denn da das Image vielleicht tatsächlich befleckt ist. Ja, aber da haben wir natürlich noch ein bisschen den Detektiv raushängen lassen und haben die Zigarre ohne Zellophan bekommen, haben aber natürlich schon gemutmaßt, dass die Zigarre vielleicht sich nicht so gut verkaufen lassen hat und die deswegen reduziert gewesen ist. Und nachdem die Banderole abgemacht haben, sehen wir auch hier hinten, dass das Weiß schon eher so ein bisschen Eierschalenweiß geworden ist, ein bisschen vergilbt ist, was uns natürlich jetzt vermuten lässt, dass die Zigarre tatsächlich eine ganze Weile im Laden gelegen hat, wahrscheinlich ein paar Jahre, bis sie dann verkauft worden ist, was dann auch mit der Reduzierung vielleicht halt Sinn ergeben könnte. Was dann wiederum, jetzt kommen wir zum Ende des Vortrags, natürlich geschmacklich auch einen Einfluss haben kann, was dieses Aging da ein bisschen was mitgemacht hat. Ja, insgesamt, was sagst du bei diesem extrem langen Stick, extrem langen Smoke? Wir sitzen noch schon lange hier dran. Also kannst du bestimmt 2 Stunden dran sitzen an dem Stick, wenn er dir Zeit lässt, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Was sagst du denn aromatisch? Was ist da passiert? Aromatisch hat es sehr cremig, mild angefangen. Ja. Es hat gewirkt wie ein milder Cappuccino. Ja. Es waren auch Kaffeearomen mit drin. Es war wirklich sehr, sehr geschmeidig im Verlauf. Achso, von der Intensität aber, eventuell durch die Länge, aber hat sich dann hinterher herausgestellt, die Geschmacksintensität bleibt relativ niedrig, so bei 60% ungefähr. Also es ist nicht wirklich vollmundig, aber es ist jetzt auch nicht tot, der Geschmack, oder verwässert. So hat es jetzt nicht gewirkt. Ja, stimmt, kann man genauso ganz gut sagen. Ich würde vielleicht eher so, vielleicht sogar noch bei 70%. Ja, über 70 ungefähr. Also ich würde es ein bisschen höher vielleicht ansetzen, aber so prinzipiell stimme ich dem zu, ja. Doppelpuffs haben eine Würze mit eingebracht, eine leichte. Es hat natürlich die Intensität auch verstärkt. Ich hatte ab und zu einen Puff, der nach Whisky geschmeckt hat. Nach diesem rauchigen, torfigen Holz. Vom Whisky-Fass. Genau, vom Whisky-Fass. Das wird ja auch von innen ausgebrannt tatsächlich. Genau. Und was wirklich besonders hervorgestochen hat, waren bei retronasalen Puffs der Geschmack von verbranntem, bearbeitetem Holz. Mhm. Was mir wirklich gefallen hat. Teilweise sogar auch, dann nachdem ich mehrmals nur noch durch die Nase ausgeatmet habe, von Räucherholz. Wir hatten auch die Situation, ich hatte das ja auch, dass das so ein bisschen dieses frisch geschnittene Holz, so ein bisschen, als ob man durch den Baumarkt läuft, genau. Bei diesen Holzplatten. Wie nennt man es immer? Balken. Balken, genau.
bei diesen Holzbalken ein bisschen dieses Gefühl auch so ein bisschen mitgeschwungen. Und ab der Hälfte ungefähr kam ab und zu eine leichte Süße mit einher, die sich dann im letzten Drittel vollständig dazu gesellt hat. Ja, die ist dann nochmal verstärkt worden. Ja. Das ist der aromatische Verlauf der Zigarre für mich. Die Süße hat so ein bisschen was für mich persönlich, ein bisschen was Karamelliges, Toffee-artiges tatsächlich. Und bei mir tatsächlich, ich hatte eigentlich ziemlich genau das gleiche Geschmackserlebnis wie du. Dieses Whisky-artige hatte ich ein bisschen später und auch nicht so intensiv wie du und nicht so häufig, aber ich hatte es auch teilweise. Ich muss dazu sagen, dass mir von Anfang dieses Cappuccino-artige, das war so die ersten vielleicht 50% sogar, mir echt gut gefallen haben. Dann gab es so mal so 10-20% danach der Zigarre, die, wo ich irgendwie keine Lust mehr hatte auf die Zigarre, weil die auch vielleicht zu lang war, dass ich einfach so ein bisschen genug hatte. Aber als dann diese Süße prägnanter wurde zum Ende hin und das nochmal sich verändert hat, das Geschmackserlebnis auch nach dem Degasieren, habe ich wieder Bock gekriegt und dachte mir so, oh ja, jetzt ist wieder nice und hat nur noch ein bisschen länger geraucht, als ich eigentlich vorher erwartet hätte tatsächlich. Was würdest du sagen, Stärke 1 bis 10? Ach, mit 2. Ich würde auch eine 2 sagen. Tatsächlich, weil selbst wenn ab und zu vereinzelt vielleicht ein bisschen was so vor dem Degasieren, was so das vielleicht so eine 3 gewesen sein hätte können, aber es war wirklich extrem mild. Wir haben auch gesagt, keine unangenehmen Aromen oder Gefühle im Mund, kein Stechen, gar nichts, nichts Bitteres, nichts zieht sich zusammen. Es ist durchweg ein angenehmes Mundgefühl, was man da so hat. Und dementsprechend kann man da auch einfach nur 2 geben. Ein bisschen cremiges Gefühl. Der Rauch war jetzt nicht so, dass man den kauen kann. Manchmal hat man diese Assoziation ja, dieser kaubare Rauch. Ich glaube zum Beispiel bei der Gurkha Founders Select Reserve oder wie auch immer die hieß, haben wir auch ein Video zu gemacht. Bei der war das ein bisschen so. Das hatte ich jetzt hier nicht, aber trotzdem super mild. 2. Ja, und im abschließenden Gesamtfazit 1 bis 100 ist sozusagen. Ich würde sagen, optisch hat die Zigarre ganz elegant gewirkt. Trotz der Flecken. Trotz der Flecken, ist ein schönes Format, eine tolle Länge. Und mit den Banderolen wirkte es auch so ein bisschen, man kann schon fast adelig sagen, ne? So hochwertig, geschmacklich. Hätte es meiner Meinung nach ein bisschen intensiver sein können. Die Geschmäcker hätten ruhig so 80-90% Intensität haben können. Es war ein bisschen wenig. Das Geschmacksprofil war interessant. Mir haben diese holzigen Aromen sehr gefallen. Aber für mich gibt es halt diesen Punktabzug, Intensität. Und deswegen lande ich bei einer guten 70. Also ich fand die Zigarre eigentlich ganz durchweg ziemlich gut, bis auf diese paar Prozent in der Mitte. Fand aber dann halt gerade diese Süße zum Ende nochmal echt nice. Das hat mir sehr gefallen, war aber auch überraschend schön. Optisch, wie gesagt, auch wenn diese Flexkinder drauf waren, die elegante Optik war schon nicht schlecht. Und auch dieses riesige Format, auch ungewöhnlich, gar nicht mal so verkehrt, hat eigentlich mir auch dadurch alleine schon Spaß bereitet, dass das mal so was Außergewöhnliches war. Aber wirklich was, wo man dann auch sich Zeit nehmen kann und sollte, die in vollen Zügen zu genießen. Oder man schneidet sie vielleicht einfach in der Mitte durch, mit einem glatten Schnitt und hat dann 2 Zigarren, kann sie sich vielleicht auch teilen. Und ja, ich muss sagen, qualitativ fand ich das jetzt alles eigentlich ganz gut. Geschmacklich interessant, was Mildes, was mir auch heute sehr gut zugesagt hat. Und ich würde da eigentlich tatsächlich sogar eine 85 Punkte geben. Oh, krass. Vor allem auch bei dem Preis von 7,50 €. Ich muss allerdings sagen, für den Originalpreis mit über 20 € wäre die Bewertung deutlich schlechter ausgefallen, weil das wäre es mir dann nicht wert. Ja. Aber für in diesem Preissegment, da tummeln sich auch viele Zigarren, die da nicht mithalten können. Oder gleichwertige Zigarren auch teilweise teurer sind, nochmal so Richtung eher an die 10 €, 9-10 € gehen. Und deswegen für 7,50 € bin ich hier echt sehr zufrieden und gebe da schöne 85 Punkte. Hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen, aber auch durch die milde Einsteigerfreundlich, also auch definitiv mal vielleicht für Einsteiger geeignet, die mal zu testen. Wenn es die denn noch gibt, es scheint ja ein Auslaufmodell zu sein, da muss man mal gucken. Auch in anderen Formaten, also vielleicht dann auch ein Robusto oder Toro-Format, ein bisschen was Kleineres erhältlich, dann sogar noch mal ein bisschen günstiger. Und ja, ich bin da eigentlich echt zufrieden mit.
Wenn ihr zufrieden mit diesem Video gewesen seid, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Würden wir uns extrem darüber freuen. Noch ganz schnell rein abonnieren, damit man einer der ersten 1000 sein wird. Bald haben wir es erreicht. Freuen uns extrem, wenn wir es dann geschafft haben. Da wird es auch noch mal das ein oder andere Spezialvideo zu geben. Also haben wir uns ein paar Kleinigkeiten ausgedacht, was dann kommen wird. Also auch dafür gerne rein abonnieren, um da auf dem Laufenden zu bleiben und das miterleben zu können. Ansonsten gerne bei unserem Discord vorbeischauen. Der Link ist in der Beschreibung. Das können wir uns vorstellen wie so ein Zigarrenforum. Kann man per Handy oder PC bedienen. Macht eigentlich immer viel Spaß. Sind sehr nette Leute da aktiv. Jeder hat sich zu eingeladen. Freuen uns auch da über Zuwachs. Immer sehr. Und natürlich auch gerne auf Instagram vorbeischauen. Auch da der Link auf unserem Kanal zu finden. Würden wir uns auch extrem darüber freuen, wenn ihr da am Start wärt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.